Wir haben Samstagabend. Ich habe immer noch kein Video für morgen, aber Anfang der Woche ist Backpack Hero erschienen. Dementsprechend herzlich willkommen in meiner Indie-Ecke heute zu Backpack Hero. Wie ich das gerade schon angekündigt habe, ist Backpack Hero diese Woche rausgekommen. Und es gab, ja, wie soll ich sagen, sehr viel mehr im Release oder im Early Access Release, als ich so gedacht habe. Und das möchte ich mit euch jetzt einfach mal durchgehen. Also ich werde jetzt die beiden riesen Preview Update, Early Access Preview Update Patch Notes und die Early Access Release Patch Notes angucken und dann noch kurz natürlich auch die Roadmap, was alles noch kommen soll im Spiel. Und danach werde ich euch einen Run zeigen mit einem der neuen Charakter. Ich habe Backpack Hero ja auf meinem Kanal auch schon einmal angespielt. Das könnt ihr dann auch in der Videobeschreibung unten einfach euch anschauen. Da habe ich den Link reingepackt und auch hier irgendwo in der Infokarte wahrscheinlich gerade zu sehen gewesen. Ja, es gibt insgesamt drei Charakter jetzt. Ich möchte noch nicht zu viel vorweggreifen. Einer ist super kompliziert. Einen zeige ich euch neu und einen habe ich schon gecovert. Bei dem super komplizierten weiß ich noch nicht, wie ich den anpacken soll, weil der ist wirklich heftig. Aber wie gesagt, da kommen wir jetzt gleich noch zu. Erstmal kommen wir jetzt zur Early Access Preview, also zu dem riesen Update, was am 10. August veröffentlicht wurde, was alles neu ist im Spiel. Und da möchte ich mir so ein paar neue Sachen rauspicken, die mir einfach super wichtig sind. Jetzt nicht alles komplett, das könnt ihr euch auch, wie gesagt, unten ist alles verlinkt, könnt ihr euch da nochmal anschauen auf der Steam Homepage oder auf der Steam Seite, da werdet ihr auch dann noch alles einmal sehen. Also, es gibt jetzt New Stuff. Added an Item Atlas. Das ist richtig geil, weil dann kann man nämlich ja so eine Art Almanach sich einfach die ganzen Items nochmal anschauen. Welche hatte ich denn eingesammelt? Welches Item hätte ich jetzt gerne, um mit meinem ganzen Bild überhaupt zu synergieren? Und dann kann man halt ein bisschen gucken, okay, oder wie baue ich das, wenn ich das nicht kriege? Wie baue ich mein Item-Bild klug um mit den Sachen, die ich eventuell noch kriegen könnte, etc. etc. Es gibt Multiple Save Slots, das heißt, ihr könnt mehrere Runs starten mit mehreren Charakteren und auch mit mehreren Regeln, denn es gibt jetzt auch noch viele andere Spielmodi und Run-Modi, was ihr auch, wie gesagt, alles gerade wahrscheinlich hier im Screen sehen könnt, wenn ich hier darüber rede. Es gibt jetzt einen einfachen Modus, es gibt einen Modus bei Matthew, es gibt einen 5x7 Challenge-Modus, es gibt schwerer Modus, es gibt unfairen Modus, es gibt einen leichten Modus, es gibt einen Challenge-Modus, es gibt so viele neue Modi, die einfach richtig gut sind und auch wahrscheinlich viel Spielzeit in das Spiel nochmal reindrücken. Was ich niemals erwartet hätte bei einem Spiel für 12,59 €, was jetzt gerade vom Kickstarter Early Access auf Steam rausgekommen ist, ja. Dann gibt es jetzt Specific Text for some Events and NPCs. Bringt ein bisschen mehr Tiefe noch in das Spiel, finde ich eigentlich ganz witzig gemacht. Ist eine Kleinigkeit, aber finde ich schon ganz cool. Dann wurde jetzt Toad komplett redesigned. Finde ich richtig geil, weil Toad ist einer der neuen Charakter. Und scheinbar ist sie nicht so gut angekommen. Und jetzt wurde sie komplett redesigned. Es gibt jetzt auch ein neues Tutorial für Toad. Auch richtig gut, weil dann kann man Toad jetzt natürlich auch besser lernen von Anfang an. Dann gibt es 11 neue Gegner und 3 neue Relikte. Es gibt super viele neue Items. Zum Beispiel ein Giftschwert. Dann gibt es jetzt Schmieden, eine auf jedem Stockwerk. Und es gibt eine Vision of Danger auf jedem Stockwerk, die einem zeigt, was der Boss ist, damit man sich schon mal so ein bisschen darauf einstellen kann. Weil es gibt natürlich auch einen Almanach für Gegner, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Dann haben Gegner 3 neue Attacken, was auch richtig cool ist, weil das nochmal mehr strategische Tiefe auch mit in das Spiel reinbringt. Dann wurde ganz schön viel noch geändert, wie ihr gerade sehen könnt. Ich würde einfach mal kurz sagen, was die wichtigsten Sachen meiner Meinung nach sind. Also, es gibt viele, viele neue Gruppierungen für Gegner, um noch interessantere Kämpfe darzustellen. Das heißt, Gegner können noch wilder durcheinander gewürfelt werden. Wir greifen jetzt die Gegner immer in Reihenfolge an, von links nach rechts und nicht irgendwie zwischendurch weird von rechts nach links, dann der in der Mitte zuerst und so, sondern jetzt immer von links nach rechts, sodass man sich dann auch irgendwie dann auch eine kleine Strategie dazu überlegen kann, was auch noch mal gar nicht so unwichtig ist. Dann würde ich sagen, dass der letzte Punkt aus den Changes auch noch mal ziemlich wichtig ist, und zwar Poison now does its effect at the end of your turn. Am Anfang war es am Anfang des Zuges oder in der itch.io Browser Version, die ihr auch, glaube ich, auch immer noch spielen könnt, aber da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Jetzt ist das so, dass der Giftschaden erst am Ende
kommt und nicht am Anfang. Das heißt, wenn der Gegner quasi einen Zug von euch nur noch überlebt und ihr haut ihn um in der Zeit, kriegt ihr den Giftschaden auch nicht, wenn er euch am Anfang seines Zuges vergiftet hat. Was auch wieder viel Tiefe mit ins Spiel bringt. Dann gibt es jetzt auch zum Beispiel ein paar Bugfixes. Sowas wie die Liquid Armor ist jetzt eine Potion. Finde ich ganz nett. Ist halt nett gemeint. Bringt auch nochmal eine andere Dynamik mit ins Spiel, weil eine Potion kostet, soweit ich weiß, keine Energie, die zu benutzen. Und dann wurde auch das geändert. Zum Beispiel, when attacked, ist jetzt on take damage. Denn es gibt Effekte, die triggern nur, wenn ihr Schaden bekommt. Und früher hieß es, wenn angegriffen. Wenn angegriffen heißt aber, wenn angegriffen, aber ich weiche aus. Oder wenn angegriffen und ich kriege Schaden. Das war da immer ein bisschen unklar und jetzt ist es ganz klar, dieser Effekt triggert nur, wenn du Schaden bekommst oder die volle Hütte in deinen Block reindübeln. Sonst kriegst du diesen Effekt nicht. Ja, und es gibt halt immer noch Sachen, die sind when attacked, aber es gibt auch immer jetzt noch Sachen, die waren früher when attacked, sind jetzt aber on take damage. Was eine kleine, aber feine Änderung ist, die jetzt aber doch dazu beiträgt, dass das Spiel ein bisschen klarer definiert ist auch. Das waren die Preview Update Patch Notes und jetzt kommen wir zu den Early Access Patch Notes. Und zwar wurde da alles doch einfach mal ein bisschen komprimierter zusammengefasst. Aber da stehen auch so ein paar andere Sachen dabei. Und zwar, es gibt jetzt neue Items. Also gibt eine ganze Menge neue Items. Ich habe auch schon ein paar neue Items gesehen, die ich noch nie vorher in der itch.io Version gesehen habe. Finde ich richtig cool. Dann gibt es jetzt neue Kostüme für den Rattencharakter oder für den Mäusecharakter, sagen wir mal Mäusecharakter, ne? Es gibt jetzt neue Events, including The Forge, also die Schmiede ist auch ein neues Event. Es gibt jetzt Challenge Modes, das habe ich ja vorhin schon gesagt, den 5x7, 5x5 Challenge, super hart, unfair, mega leicht, Matthew Modus, etc. etc. Dann gibt es jetzt mehr Gegner und mehr Bosse, bigger Backpacks, das heißt, ihr könnt mehr Level aufsteigen als in der Demo-Version. Multiple Save Slots, das habe ich ja vorhin auch schon kurz gesagt. Dann gibt es jetzt neue Secrets, also neue Geheimnisse. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, es gibt zwei neue Charakter. Hatte ich ja vorhin schon kurz angesprochen. Und zwar Toad, das ist so eine Art Froschmagier, Froschmagierin. Und CR8, das ist so ein, ja, Mäuseroboter, möchte ich ihn mal nennen. Dazu könnt ihr auch jetzt gerade was hier im Spiel oder im Spiel. Dazu könnt ihr jetzt auch gerade hier was im Video sehen. Der, wie soll ich sagen, der beschreibt sich im Spiel wie, wenn du keinen Helden finden kannst, musst du selber einen bauen. CR8 ist ein Mischmasch aus Metall und Nerdzeug, das sich automatisch um jeden Gegner kümmert. Vorausgesetzt, seine Schaltkreise sind richtig organisiert. Ihr habt eine Energiequelle. Diese Energiequelle sendet einen Stromstoß aus. Triggert alle Sachen, die in der Reichweite sind, auch mit Batterien und Winkeln, die dann die Welle woanders lang schicken und hast du nicht gesehen, pipapo, jetzt gerade seht ihr, wie gesagt, das Tutorial, was ich gemacht habe, weil ich habe diesen Charakter wirklich nicht verstanden. Heftig ist der kompliziert für mich, aber geile Idee, dass es jetzt so einen Charakter auch gibt, denn das bringt nochmal in Backpack Hero, was sowieso schon ein Rogue Light, ja, wie soll ich sagen, Backpack-Organisierungs-Rogue-Light ist, bringt es nochmal einen neuen Spielmodus rein, und zwar eine Art Tetris. Ja, und dann gibt es noch den anderen Charakter, das ist Toad, und zwar eine, ja, wie soll ich sagen, eine Magierin, ein Magier, habe ich ja gerade schon gesagt, und den werden wir auch gleich spielen, aber der ist quasi ein bisschen so wie Slay the Spire Rogue-like-Deckbuilder mäßig. Das heißt, dann habt ihr nochmal einen anderen Spielmodus mit im Spiel. Wenn ihr den normalen Modus spielt, habt ihr entweder den Mäusecharakter, das ganz normale Spiel, dann Toad, den Slay the Spire Deckbuilder Modus oder CR8, den Tetris mein Gehirn explodiert Modus. Super heftig, aber super cool gemacht, dass es die ganzen Möglichkeiten natürlich jetzt auch gibt. Aber dabei soll es ja jetzt nicht, das sollte ja jetzt nicht gewesen sein, denn es kommt nämlich noch, das sagen die ja zumindest in den Patch Notes, Controller Support, eine Overworld mit Meta Progression und noch mehr Charakter, Events, Enemies und Items. Die gibt es jetzt noch nicht im Spiel, aber da gucken wir uns einfach mal diese wunderschöne Roadmap an, die ihr hier auch im Bild sehen könnt. Also, wir haben jetzt August. Early Access Start, Monthly Item Update. Haben wir. Im nächsten Monat kommt sogar schon ein neuer Charakter, Satchel, heraus. Das ist so eine Art, ja, Adler, Falke, würde ich mal sagen. Da bin ich gespannt, was das für ein Charakter ist. Ich würde fast sagen, dass es irgendwie so ein Bogenschützencharakter ist.
Aber ja, das weiß ich nicht. Das werden wir ja dann sehen. Dann gibt es ein Curse Rework, also ein Fluch Rework. Einen neuen Dungeon, Curse Rebalancing, Reactionary Attacks und Spooky Items, weil es halt das Oktober-Update dann wird. Dann im November kommt Pochette, ein neuer Charakter kommt dazu. Es gibt neue Gegner und Monthly Item Updates natürlich mal wieder. Also es kommen wahrscheinlich dann noch mehr Items dazu, die werden ein bisschen gebalanced, um das ganze Spiel ein bisschen fresh zu halten. Pochette, weiß ich nicht, was die für ein Charakter sein soll, aber die hat so eine lilane Tasche, die aussieht wie so ein Pilz. Vielleicht macht die irgendwas mit Gift oder so. Wäre auch gar nicht verkehrt. Dann kommt im Dezember das Holiday Update, weil es ist ja dann Weihnachten. Dann gibt es neue NPCs, es gibt natürlich Weihnachts-Items und dann gibt es natürlich noch ein paar Balance-Changes, was auch gar nicht schlecht ist. Im Januar gibt es erstmal nichts, weil da müssen die von Backpack Hero auch mal Pause machen und das sollen sie auch. Dann im Februar kommt das Town-Update, Orderia. Es gibt neue Challenges und man kann sich seine eigene Stadt bauen. Da bin ich richtig gespannt drauf, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Spätestens dann werden wir das Spiel auf jeden Fall hier auf meinem YouTube-Kanal nochmal revisiten. Also jetzt auf jeden Fall ein Abo dalassen, wäre nicht schlecht. Dann kommt im März, kommt Duffel, ein neuer Charakter. Das scheint irgendwie ein ziemlicher Haut-drauf-Phoenix zu sein, zumindest sieht er so aus. Und ja, dann im April soll das Spiel schon in den Full Release gehen. Also ein knappes Dreivierteljahr ist das Spiel, ja ein halbes Jahr sogar nur, ein bisschen mehr als halbes, ja doch Dreivierteljahr, ist das Spiel nur im Early Access und soll dann schon in der Vollversion erscheinen. Und da bin ich mal gespannt, was das Spiel dann am Ende, also ob das alles halten kann, was es so verspricht und was es so werden möchte. Aber bisher bin ich sehr positiv überrascht von dem Game und ich fand ja auch, ja wie gesagt, ich fand ja auch, dass die itch.io-Version richtig klasse war. Aber ich möchte jetzt auch nicht mehr zu viel drum rumlabern, ich möchte jetzt einfach mal mit Toad reinspringen und wir zocken mal bis zum ersten Boss oder je nachdem wie weit wir kommen, weil ich möchte das Video auch nicht zu lange machen für euch. Ihr sollt das Spiel auch schließlich selber noch ein bisschen erleben, wenn ihr wollt. Wie gesagt, Links zum Spiel, zur itch.io-Version, zu meinem Angespielt und zu allem anderen sind natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ja, wir springen jetzt rein und dann sehe ich euch gleich in-game, beziehungsweise ihr seht mich gleich in-game. Also bis gleich. Aber die wollen wir uns heute nicht angucken, wir wollen einfach einen ganz normalen Modus spielen. Und zwar drücken wir auf Spiel starten und wir nehmen Toad. Wie gesagt, Purse habe ich euch ja schon mal gezeigt in einem Spiel. Da gibt es jetzt auch 4 Skins für. Also ihr könnt euch jetzt natürlich auch einen Skin aussuchen, welchen ihr gerne haben möchtet für euren Charakter. Ich finde den hier ganz cool, den Deep Skin, aber das muss jeder für sich entscheiden. Dann spielen wir natürlich jetzt Toad. Von den älteren Fröschen verbannt wird ihr Rucksack vom träumenden Baum gesegnet. Magische Schnitzereien erscheinen, wenn sie in Gefahr ist. Wir nehmen diesen Skin, weil wir sind eine krasse Magierin und gehen natürlich auf ein Abenteuer. Ja. Und ich glaube, wir dürfen jetzt am Anfang erstmal noch wieder das Tutorial spielen. Das überspringen wir natürlich, weil das brauchen wir nicht. Wer braucht es denn? Ja. Die Krypta, Teil 1 von 3. So, wie ihr seht, sehen sie ganz schön viel. Es gibt jetzt Händler mit so, oder so Beutkisten und Händler mit so Symbolen dran. Die gibt es aber nur bei Toad. Da sind dann so magische Gegenstände drin. Da gibt es halt nochmal normale Wertgegenstände, Händler. Das gibt es natürlich auch, die dann auch Sachen verkaufen für Toad. Die kaufen dann halt auch nur magierspezifische Sachen von Toad an. Ja, ein bisschen kompliziert, aber da kommen wir wie gesagt gleich jetzt noch zu. So, die greifen mich an für 15 Schaden. Ich blocke das natürlich ganz galant, wie ich bin, weg mit 8 Schaden. Ganz toll. Beschwöre die Waffe, mache dann schon mal direkt 7 Schaden, wenn die beschworen wird. 8 Schaden. Und wenn ich die jetzt benutze, mache ich auch nochmal 7 Schaden. Ja, und jetzt müssen wir leider Schaden nehmen. Ich weiß, dass dieser Charakter wegläuft, wenn er stirbt. Aber ich weiß gar nicht, ob das schlauer wäre, den vielleicht doch einfach zu töten. Obwohl eigentlich, ja, wir steigen jetzt nämlich schon Level auf. So, ein neues Level haben wir erreicht. Und wir dürfen jetzt 5 Inventarplätze wählen. Ihr denkt, boah, Alter, ist das viel. Pass mal auf, was das für Inventarplätze sind. Und zwar sind die grün. Und denkt sich so, what the fuck, Junge? Was grün? Was grüne Plätze? Was soll das? Diese können nur von Beschwörungs-Items bespielt werden.
Aber ich fand das Spiel noch nicht kompliziert genug, ne? Ich merk das gerade schon. Eure Gehirne qualmen schon. Ich nehme den Ritterschild mit. Ich nehme den Ritterschild und die Holzklinge mit. Habe ich schon mal wenigstens Waffen, die ich so benutzen kann. Ich dürfte noch ein Item mitnehmen. Kommen wir nehmen noch den Herzring mit. Den können wir zur Not immer noch wegtun. Kriegen wir 5 HP mehr. Das heißt, Beschwörungen und Schnitzereien können wir nur in die grünen Felder spielen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und andere Items. Wir haben halt maximal diese 9 Plätze für unsere Items. Alles andere machen wir über diese sogenannten Schnitzereien. Was ich auch schon ziemlich heftig finde. Aber wie gesagt, da kommen wir rein. Das wird alles schaffbar. So, den haben wir getötet. Und das hier ist auch schon wieder ein neuer Gegner. Ein Einsiedlerkrebsbomber. Oder eine Einsiedlerkrebsbombe. Die macht jetzt 2 Runden, glaube ich, nichts. Und dann will die einen natürlich auch angreifen. Scheinbar kann ich auch Kappe der Eiche, kann ich doch auch in die normalen Dinger reinspielen. Wusste ich jetzt gar nicht. Müsste ich gleich nochmal genau schauen. Und ich habe schon wieder ein Level Up. Jetzt darf ich nochmal 5 Plätze nehmen. Einen habe ich hier unten genommen, 2 da oben. Dann nehmen wir nochmal 2 hier unten. Haben wir hier auf der linken Seite einmal einen ziemlich dicken Block. So, es gibt eine überwucherte Axt. Die kostet eine Münze, wenn ich die spielen möchte. Verursacht dafür aber 9 Schaden für eine Energie. Das ist ziemlich strong, finde ich. Ich glaube, den nehme ich einfach mal mit vielleicht. Und mein Gärtnerhelm, wenn dies nicht in einer obersten Reihe ist, dieses Item erhält minus 5 Block. Jeder Zug fügt 5 Blocke zu. Herrgott, noch eins. Nehmen wir auch mal mit. Können es brauchen. Baumschild, wir haben ein anderes Schild. Ne, wir haben auch ein Baumschild. Brauchen wir es nicht. Und wir haben hier doch die Kappen der Eiche. Die geben natürlich auch ein bisschen Block dazu. Machen wir fertig. Hier ist ein Heiler, brauchen wir nicht. Und hier ist die Vision der Gefahr, wovon ich vorhin gesprochen habe. Wir wissen, der erste Boss ist jetzt die Bienenkönigin. Eine Kiste voller Wertsache. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal, ein Holzmesser. Kann jeden Zug einmal benutzt werden. Wie ein normales Messer, nur halt in den grünen Blöcken. Dann haben wir Froschmagierstiefel. Für jeden Mana-Stein darüber plus 4 Block. Für jeden Zug 2 Block hinzu. Ist erstmal besser als nichts. Das Ding ist, ich kann diese Sachen nicht einfach so wieder rausschmeißen, sondern ich muss dafür leider Geld bezahlen bei so einem Händler. Und ich glaube, die nehmen wir alle nicht mit, die Sachen. Ich habe noch nie mit einem Magier-Deck so wirklich gespielt. Habe ich jetzt auch erstmal noch nicht vor. So, wir spielen die Axt, die macht nämlich 9 Schaden. Wir spielen unser Holzmesser. Und wir spielen unsere Kappe der Eiche schon mal, weil die möchte nämlich ja jetzt 8 Schaden machen. Wir töten die tatsächlich direkt, die Schnecke. Das ist schon mal geil. Also die überwucherte Axt ist ziemlich strong, wie ich das sehe. Ja, braucht man jetzt gar nichts anderes mehr machen. Das war ziemlich stark gerade. Guck mal, eine Spirallanze, die ist auch, glaube ich, neu. Stichangriff. Ich weiß nicht, was der macht. Ich würde jetzt auch einfach mal mitnehmen, die Spirallanze, und mal gucken. Die Wasserflasche ist auch ziemlich stark. Kann man 4-mal benutzen und fügt 1 Energie hinzu. Und hier gibt es halt Überlebensguide. Für jeden Mana-Stein in dieser Reihe, dieses Item erhält minus 1 auf alle Statuseffekte. Wenn beschworen, entfernt 3 Statuseffekte von allen Statuseffekten für alle. Ja, diese Schnitzereien werden verworfen. Das heißt, wenn die Gegner sich krass gebufft haben, dann kann ich die Statuseffekte halt entfernen. Sehe ich jetzt noch nicht so ein, dass das so mega stark ist, aber kommen wir bestimmt irgendwann auch nochmal zu. So, ich habe schon wieder meine Axt und mein Dolch hier und diese Schnitzerei. Zack, hauen wir die mal um. Die Axt ist schon ziemlich stark. Ich muss halt dann auch immer gucken, dass ich noch Geld bekomme, ne? Weil ich krieg, ja doch, ich krieg nach jedem Zug krieg ich Geld. Das ist schon mal sehr geil. Uiuiui, was ist das denn? Ein Schlüsselschwert. Für jeden angrenzenden oder diagonalen Schlüssel erhält dieses Item 2 Schaden. Wenn genutzt, erhält 7 Schaden. Da könnte ich halt theoretisch meine Holzklinge auch einfach da lassen, ne? Kostet genauso viel Energie, macht genauso viel Schaden, aber kriegt noch ein bisschen mehr Energie, wenn da Schlüssel neben dran sind. Eine moosige Schnitzerei. Wenn genutzt, verursacht 1 Schaden. Ein Dart können wir mitnehmen. Das Holzschwert lassen wir da und das Schlüsselschwert nehmen wir mit.
Hier ist der Rüstungstrank, von der ich vorhin gesprochen habe. Kostet keine Energie, gibt 25 Block. Schon ziemlich stark. So, hier bräuchten wir einen Schlüssel für, um da durchzukommen. Haben wir nicht. Deswegen gehen wir jetzt die Gegner hier töten. Das ist nämlich wieder so ein kleiner Rattenwolf und so ein Einsiedlerkrebs-Dingsi. Oh, die ist 3 hoch, die Waffe. Ich muss jetzt schlau sein, dass ich mir das nicht verbaue. Was macht denn ein Stichangriff? Durchdringt er die Rüstung einfach? Könnte sein, dass der einfach die Rüstung durchdringt wahrscheinlich, ne? Ich töte den jetzt und schmeiß meinen Dart, weil da mache ich auf beide nämlich 10 Schaden. Zug beenden und der macht immer noch nichts. Na gut, das war dumm von mir. Aber er macht ja immer noch nichts. So, und jetzt möchte er gerne explodieren. Das möchten wir nämlich zu verhindern wissen. Wir haben ein neues Level erreicht. 1, 2, 3. Wir haben 4 Inventarplätze. Machen wir hier oben mal die oberste Reihe frei. Schauen wir mal, was wir dann alles bekommen. Ein Buckler der Träume. Fügt 4 Blöcke hinzu, wenn diese Schnitzerei verworfen wird. Wenn eine Schnitzerei beschworen wird, erhält dieses Item 4 Blöcke. Oh, das ist geil. Eine Glücksschnitzerei. Fügt 4 Glück hinzu, wenn beschworen. Nehmen wir doch mal mit. Können wir gebrauchen. Für jedes leere Feld rechts erhält dieses Item plus 1 Schaden. Wenn genutzt, verursacht 2 Schaden. Das ist 2. Das heißt, es könnte 1, 2, 3, 4 plus, also plus 4 bekommen, dann wären es 6 Schaden auf dem Baumschwert. Je weiter das Inventar nach rechts wandert, desto krasser wird die Waffe, ne? Nehmen wir mal mit. Den Buckler der Träume. Würde ich gerne mitnehmen, aber die Tunika ist auch so stark. Aber die Tunika passt hier gar nicht mehr in mein Inventar rein, sehe ich gerade. Oder kriegen wir die da irgendwie unter noch? Ah, doch, die würden wir unterkriegen, wenn wir es so machen. Ich glaube, das machen wir. Die Tunika gibt halt 6 Block und den Ritterschild plus 1, also 5 Block plus 1. 5 Block zu haben ist schon gar nicht schlecht. Dann scheiß mal auf den Herzring. Aber der Buckler der Träume ist auch so gut. Oh. Ich nehm den Buckler der Träume mit. Komm. Ich gehe Risiko. Was soll passieren? Sagte er. Willkommen in der Schmiede. 3 Schaden zu einer Waffe hinzufügen für 10 Gold. Wie viel Gold habe ich denn überhaupt? Moment. 12 habe ich. Okay. 2 Block zu einem Schild oder 2 Brand zu einer Waffe für 15. Ich würde gerne 15 haben, aber da müsste ich mal gucken, ob ich das überhaupt bekomme jetzt. Aber ich brauche ja immer noch ein Gold für die überwucherte Axt, ne? Hm. Da kriege ich auch 2 Gold für. Das Ding ist richtig geil. Der scharfe Ast. Angrenzende Waffen erhalten plus 4 in diesem Kampf. Richtig gut, richtig strong. Und das warme Getränk nehmen wir auch mit. Heilt 10 HP. Und dieses Item wird zerstört. Danach haben wir dann noch den, den Krug. Damit können wir immer noch schmeißen. Und ich packe jetzt das Schwert hier rüber, damit ich, wenn ich die Schnitzerei bekomme, ich die dahin packen kann. Und dann halt meine Waffe plus ein bisschen Bonusschaden macht, ja. So, dann holen wir uns natürlich auch unseren Loot hier ab. Was haben wir denn hier alles Schönes? Ein Stachelhelm. Das Ding ist, den kann ich da nicht hinpacken, oder? Dieses Item ist deaktiviert aufgrund der Position. Ja. Dieses Item wird nicht deaktiviert. Doch, wenn es nicht in der obersten Reihe ist, minus 2 Block. Ja, kann ich ja schon gar nicht gebrauchen. Helme. Kann ich ja schon gar nicht richtig benutzen. Mit diesem Bild. Ich nehme mal diesen Schild mit. Der macht plus 8 Blocken. Der macht nur plus 7. Dafür plus 1 auf Rüstung. Aber ich kann hier halt auch nicht wirklich irgendwie eine Rüstung noch gerade dazwischen packen. Ne? So, ich brauche 15 Gold. Ich habe 13. Kann ich mir was anderes noch machen? Geh mal eben zum Händler und guck mal, was die so zu verdicken hat hier. Die Olde. Kann über andere Items gespielt werden, dann werden die anderen Schnitzereien, die Waffe dahinter bekommt plus 2 Schaden diese Runde, finde ich gar nicht schlecht, aber es gibt besseres. Kappe der Eiche brauche ich nicht, Mana Harz brauche ich nicht, Gärtnerhelm brauche ich nicht und brauche ich auch nicht eine Giftschnitzerei. Wir können jetzt hier nochmal eben hin
und uns 3 Schaden auf eine Waffe holen, wenn wir möchten. Dann haben wir noch 3 Gold. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Holen wir uns das hier mal. Sie nimmt deine Waffe, dreht sie ein paar Mal, drückt sie in ihren Amboss, ihr Hammer lässt Funken fliegen, du drehst dich weg, um deine Augen zu bedecken. Als du dich umdrehst, leuchtet deine Waffe mit einem neuen Zweck. Jetzt haben wir 10 Schaden auf der Waffe. Jetzt können wir die halt auch erstmal nicht so schnell austauschen. So, rein in die nächste Ebene. Aber ich denke, ihr habt so langsam den Modus dieses Charakters verstanden, würde ich mal sagen. Macht die. Müssen wir zweimal blocken. Schmeißen wir mit unserem Krug. Und die macht jetzt 6 Schaden. Dafür macht unser Schlüsselschwert halt 10. Ne? Die Spirallanze kann ich spielen, aber die zieht mir halt zu viel Platz einfach weg. Ne? So, 7 Schaden. Machen wir nochmal hier 2 Blocken. Ah, guck mal, den Hasen kann ich töten. Was kriege ich für Items? Ui. Uiuiui. Verursacht 9 Schaden. Wenn beschworen, verursacht 9 Schaden. Bei Schnitzer. Puh. Das Ding ist richtig strong. Das nehme ich doch mal mit. Dann haben wir hier noch einen Dolch. Dann haben wir hier noch so eine Kerze. Kann über andere Items beschworen werden, um dann andere Schnitzereien wieder verschwinden zu lassen. Dieses Item schwebt. Angrenzende Waffen erhalten plus 1 Schaden. Ach scheiße, ich kann nicht mehr Sachen mitnehmen. Oh, der Saphir wäre echt gut gewesen. Weil wir kriegen angrenzende Waffen plus 1 Damage. Nur klein? Klein, aber fein, ne? Würde ich mal sagen. So, noch ein paar mehr Gegner zu. Den beschwören wir mal. Das Baumschwert holen wir uns auch schon mal. Die Gänseblümchenklinge brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Denn wir hauen den jetzt erstmal aus dem Leben. Beenden unseren Zug. Und spielen eine verdeckte Fallenkarte natürlich. Okay, ich kann den dahin spielen. So. Jetzt haben wir die 3 Waffen nämlich gebufft. Durch unseren scharfen Ast. Jetzt machen wir 14 auf unserem Schwert hier. Wir machen 13 auf dem hier und 8 auf dem hier. Ah, Moment. Wie war das? Beim Töten diese Schnitzerei wird verworfen. Okay. Müssen wir uns merken. Wir dürfen mit der Waffe nicht töten, weil sonst wird die, sonst kommt die weg. Wenn eine Schnitzerei beschworen wird. Okay. Da muss ich gleich nochmal eben schauen. So, wir kriegen nochmal 4 Plätze dazu. 1, 2, 3 und machen wir hier nochmal einen dazu. Warte, hier nehmen wir einen raus, machen wir so. Damit das Baumschwert auch richtig strong wird, ja. Wir könnten uns einen Glückswürfel holen. Wir könnten uns jetzt den Saphir holen. Das machen wir mal. Ein Glückswürfel, ein Glücksring meine ich. Jetzt hier eine Schnitzerei. Dieses Item wird zerstört. Ich habe leider kein Gold extra bekommen. Ich muss gerade mal eben schauen. Wie hieß es da? Wenn eine Schnitzerei beschworen wird, dieses Item hält plus 4 Block. Wenn ich jetzt das spiele, nee, gar nicht wahr. Jetzt das spiele. Wenn beschworen, vorsichtig. Ah, okay. Also ich muss das quasi spielen. Den Buckler der Träume. Und danach halt die anderen Waffen, anderen Sachen, die dann halt beschworen werden. Andere Sachen kann ich nicht mehr mitnehmen. Ich müsste meine Wasserflasche vielleicht mal ein bisschen benutzen, aber ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Hier ist noch eine überwucherte Axt. Möchte ich 2 davon mitnehmen, ist halt die Frage jetzt, ne? Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Ich würde sagen, das lohnt sich. So ein Herzring würde ich auch gerne nochmal mitnehmen. Hätten wir nämlich 2 davon. Ein flüchtiger Trank verursacht halt 30 Schaden. Einmalig, ne? Weiß ich jetzt halt auch nicht. Hier verkauft ein Händler Waren. Kiste voller wertvoller Sachen, die holen wir uns noch, die Kiste. Und zwar, ui, sind hier 2, nein, ich kann nur einen scharfen Ast mitnehmen, ja, ist egal. Aber 2 scharfe Äste und eine mächtige stachelige oder eine stachelige Schnitzerei und ein Bogen der Gebrüder. Kann über andere Items gespielt werden, Bögen hinter dieser Schnitzerei werden benutzt,
Also da brauche ich noch mehr Bögen, um die dann zu benutzen, den Bogen. Aber heftig. Und eine glänzende Schnitzerei. Alter, das war eine geile Truhe. Aber ich habe leider nicht alles mitnehmen dürfen. So, ich spiele jetzt den hier, den Buckler. Dann wird das hier beschworen. Wenn genutzt. Ah. Das ist quasi, um mich auf einen Gegnerangriff vorzubereiten. Dieser Buckler der Träume. Ja gut, da habe ich natürlich, jetzt ein bisschen Mist gebaut. Ich dachte, der bleibt dann für immer und der wird nicht verworfen, aber ich habe dieses Verworfen halt nicht gesehen, ne? Naja. Auch sonst bin ich was ganz Schlaues, sagt meine Mama immer. Verursacht 10 Schaden. Wie viel machst du? 4. Machst du 11. Wie machst du 9? Hau ich dich mit 9? 7, 6. Ja, ich habe halt zu wenig Block jetzt leider, ne? Machen wir mal das hier. Machen wir mal das hier. Den Helm. Mache ich 13 Schaden damit, ne? Kann ich leider nicht töten, du Wühlmaus, Rattenwolf, whatever. So, und jetzt kann ich euch mal die Kerze zeigen. Die Kerze kann man jetzt theoretisch auf ein anderen Item, auf ein anderes Item drauf spielen und dann verschwindet das Item. Beziehungsweise dann verschwindet natürlich die Schnitzerei. Ja. Und jetzt haben wir die noch mehr gebufft. Jetzt macht das 18 Schaden das Schwert. Das ist schon heftig, ja. Das ist schon gar nicht so schlecht. Ein raues Schild macht 7 Block. Ist gar nicht schlecht. Hier, die sind geil, die Kakteen. Wenn Schaden genommen wird, fügt dir 6 Stacheln hinzu. Wenn du mehrere Kakteen hast, dann hast du nachher irgendwie 24 Stacheln, die du bekommst, wenn dich einmal einer trifft oder so. Das ist so stark. Dann töten die Gegner sich einfach selber an dir. Nehmen wir den Gärtnerhelm noch mit. Ich glaube, dann haben wir eigentlich so relativ ein ganz gutes Deck. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich einfach mal beim Boss wieder, oder? So, und da sind wir jetzt einen Klick vorm Boss. Und ich zeige euch nochmal kurz das Deck, was ich jetzt habe, oder die Schnitzereien, mit denen ich jetzt reingehe. Die Glücksschnitzerei, gut, die haben wir gerade gefunden. Aber ich zeige euch nochmal eben kurz zwei, drei Sachen, die ich gerade noch gefunden habe. Und zwar habe ich jetzt noch einen scharfen Ast mehr. Ich habe jetzt einen Ring der Träume. Fügt +2 Block für jede Schnitzerei hinzu, in die diesem Kampf gespielt wird. Wenn genutzt, fügt X Block hinzu, den man halt dann durch die Schnitzereien hat. Das ist halt eine ziemlich starke Waffe fürs Late Game, dass man dann halt einmal so eine geile Attacke hat. Die Tropfenklinge kennt ihr schon. Ich habe übrigens 3 scharfe Äste. Ich habe mir noch einen Helm gegönnt dazu, dass ich 2 Helme habe. Und ich habe mir noch einen Dolch gegönnt, den habe ich jetzt auch noch bekommen, also ein Holzmesser. Allerdings, das Geilste, was ich vorhin gefunden habe, ist das Schwert der Träume. Fügt +3 Schaden für jede in diesem Kampf gespielte Schnitzerei hinzu. Wenn genutzt, verursacht 6 Schaden plus halt ein Saphir, also 5 macht's Base, +3 für jede Schnitzerei, +1 vom Saphir. Ich habe richtig Bock, die alte Biene jetzt richtig zu zermöbeln hier. Ja. So, Ring der Träume. Packen wir schon mal aus, ja. Dann. So, jetzt haben wir nämlich schon mal 12 Damage. Ja. Und ich würde jetzt gerne die Schnitzerei hier irgendwie spielen. Kann ich leider nicht. Spielen wir die einfach mal so, damit wir trotzdem den Bonus Damage bekommen. Und zwar 15 Schaden machen wir jetzt. Ja, erstmal eben den Fisch. Und jetzt haue ich hier mal eben eine mit 15 Damage schon im ersten Zug. Das ist super stark. So, dann machen wir das denn jetzt. Jetzt haben wir hier den Buckler aus Holz. Für jedes leere Feld in dieser Spalte erhalte +4 Block. Das heißt, den spiele ich mal hier oben hin. Da kriegen wir jetzt nämlich 1, 2, 3, 4, also 16 Block plus 1, also weil der sowieso einen Block macht, 17. Dann spielen wir die stachelige Schnitzerei natürlich und machen jetzt übrigens mit unserer Waffe schon 21 Schaden.
Nö, nee, machen wir nicht. Wir hauen die Biene auf einmal weg. Die hauen wir weg. Und dann blocken wir mal eben. Blocken wir den Rest. Ich block die Hälfte. Das passt schon erstmal. Jetzt haben wir einen Giftschaden. Den kriegen wir dann am Ende unseres Zuges. Ich packe die überwucherte Axt hier hin. Ich spiele die Kappe der Eiche. Mache jetzt übrigens schon 27 Schaden. Jetzt möchte sie 6 blocken und beschwört einen Gegner. Ich hau dreimal zu und ja, im nächsten Zug ist sie halt einfach Geschichte, ne? Die Biene, die Bienenkönigin. Zack, gewonnen. Junge, 25.000 Euro, Junge. So, eine Hantel. Plus eine Energiekosten auf alle Waffen. Jedes Feld unterhalb dieses Items verursacht 50% Bonusschaden. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Verbund. Jeder Zug fügt dem Verbund im Mana-Netzwerk 3 Mana hinzu. Ja gut. Alle Konsum-Items erhalten plus 200% Bonusheilung. Ja, das ist das Einzige, was gerade wirklich worth ist, glaube ich, von den Sachen her. Das ist nämlich 2. Weiß ich nicht, feiere ich jetzt nicht so. Allerdings, was ich feiern würde, wäre, wenn ihr ein Abo da lasst bei mir auf dem Kanal und auch einfach mal einen Kommentar, was ihr von Backpack Hero haltet, was ihr von Toad haltet und ob ihr gerne sehen möchtet, wie ich einen Run mit CR8 versuche, also mit dem Robo-Ratten-Mäuse-Ritter. Ja, wie gesagt, lasst gerne ein Like da, Abo, dies, das, Ananas, ihr kennt den ganzen Spaß. Und ja, ich habe ja Streamzeiten, jeden Sonntag, 13 bis 16 oder 17 Uhr. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Schaut da doch gerne mal rein, denn ich bin jetzt gerade wahrscheinlich live, wenn ihr dieses Video gesehen habt. Ja. Also macht's gut, gehabt euch wohl und bis bald. Ciao, ciao.